Also wir spielen jetzt Hacker-Jeopardy, ist wie normales Jeopardy, wie schon gesagt, nur mit lustigen tollen Hacker-Fragen. Wir prozessieren es super einfach, es gibt 6 Kategorien mit jeweils 5 Fragen, die haben so einen gewissen Geldwert. Ziel ist es, es wird eine Antwort gezeigt, entweder in Form von Text oder von Bild. Ziel ist es, die richtige Frage dazu zu stellen. Also im Prinzip das genau umgekehrt, wie es normalerweise bei so einer Game-Show ist. Da sind viele lustige tolle Hackerfragen dabei und wenn man die Frage richtig beantwortet hat, dann gibt es die Punkte, die erwähnt. Wenn man sie falsch beantwortet hat, kriegt man sie natürlich abgezogen und die anderen Spieler können die auch nochmal versuchen. Wie machen wir das? Ich stehe nicht im Bild, okay, das ist aber kacke. Also wenn es peinlich wird und zu lange dauert und keiner der Antwort weiß, dann rechnen wir die Frage irgendwann ab und dann geht es weiter. Auswählen darf immer in der schönen Reihenfolge, also erst Spieler 1, dann Spieler 2, dann Spieler 3 und so weiter. Achso, okay, immer der nicht beantwortet, dachte ich nicht. Da gibt es noch so was Lustiges, das nennt sich Double Jeopardy. Da sind zwei Felder hier, die natürlich nicht bekannt sind, sind mit einem Double Jeopardy hinterlegt. Und da gibt es dann bei richtiger Beantwortung die doppelte Punktzahl. Und wenn man falsch beantwortet, natürlich auch die doppelte Punktzahl nachgezogen. Haben die Kandidaten das Spielprinzip verstanden? Ja. Sehr gut, okay. Wir fangen einfach erstmal damit an, dass wir eure tollen Namen anklicken. Jeder muss einmal was sagen. Spieler 1 fängt mal an. Ja, genau, du Spieler 1. Die Farbe müsst ihr euch dann noch merken. Okay, Die Farbe vom Wasser stimmt nicht mit der Farbe des Spiels. Die Farbe des Wassers stimmt nicht mit der Farbe auf dem Bildschirm überein. So gut, Spieler 1 ist der Florian. Du darfst Wasser. Spieler 2 ist gute Elli. Du darfst Wasser. Dieter. Jetzt ist es zu spät. Kannst du noch was? Gut, also es spielen Florian, Elli und Dieter. Die wir erstmal
Hat jemand random.org offen? Hat jemand random.org offen oder kann das bitte mal gerade aufmachen? Einmal random.org öffnen, bitte. Wir möchten Krypto generieren. Wir brauchen eine Zufallszahl zwischen 1 und 3. 3. Ansonsten war es Zufall. Zufall sagt 4. Zufall sagt 3. Der Zufall sagt 3. Sind wir damit einverstanden? Okay, der Zufall sagt 3. So. Du darfst dir jetzt eine Kategorie auswählen und einen bestimmten Geldbetrag für diese Geld. Je mehr natürlich, dann ist es so schwieriger, ist die Antwort zu finden. Das müsst ihr selber wissen. Lugard. Welcher Geldbetrag? Den ganz kleinen. Lugard für 100, bitte. Ihr müsst natürlich so schnell wie möglich buzzern. Ne? Nein, ist schon klar. Nur wenn ihr die Antwort kennt. Ne? Wenn die Frage kennt. Es kommt kein Sound, das ist aber doof. Moment. Ja, das Bier stellt eine Antwort dar, dazu musst du eine Frage formulieren. Die Kategorie wurde von Epi gestaltet. Warum haben wir keinen Sound? Ich habe keine Ahnung. Johannes, warum haben wir keinen Sound? Ist Johannes ist weg! Möchte auch keiner versuchen. Das hat doch schon mal ein aus dem Müll. Aber du brauchst da nicht was für Stiefel. Genau, es sind Stiefel. Als Sinn, es sind Stiefel. Ja, das ist ja was im Motor. Ja. Weiß keiner? Möchte auch wirklich keiner versuchen? Das ist sehr traurig. Ich meine, es ist nur für 100, also da kann man auch mal nochmal raten. Warum Lugard? Weißt du, wie meine Kollegin macht das? Ja. Lugard ist einfach nur irgendwelche Lesermuskeln. Vielleicht kriegen wir auch die nächsten Mal Sound. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben lange genug gewartet, das ist ja nur eine andere Frage. Also die richtige Lösung wäre Bootloader gewesen. Entschuldigung, ich habe es mal direkt verkackt. Also die richtige Lösung wäre gewesen, was ist ein Bootloader? Wir brauchen Zufall. Wir brauchen Zufall wieder. 2. Der Zufall hat entschieden, 2. Ich nehme Professoren 100. Professoren für 100, bitte. Was? Ihr kommt doch, ja. Wir haben gerade keinen Sound. Warte mal, ich muss jetzt aber eine Frage stellen. Du musst eine Frage stellen. Welche Phrase sagt der Professor Görg am meisten? Ich würde sagen, das lassen wir gelten, oder? Warum geht gerade nicht? Keine Ahnung. Wir müssten den Rhein neu starten. Dann gibt es halt bei Runde 1 keinen Sound. Ihr müsst halt gucken, wenn eure Farbe da auftaucht, dann wisst ihr, dass ihr dann seid. Gut, du hast die Frage, ich warte, du darfst die nächste. Ich nehme Professoren 200. Professoren 200, bitte. Welches Wort sagt der Herr Jarosch am meisten?
Lass mal gehen, oder? Nächste Frage. Professoren bleiben. Nee, das ist langweilig. Ich nehme... SMG? Nein, kein SMG. Ich nehme mein Computer 100. Mein Computer für 100, bitte. Was ist ein Homescreen? Nein. Ihr dürft weiter was sagen. Die Kategorie heißt mein Computer. Das wäre auf Deutsch. Was? Ich verstehe kein Wort von dir. Wie die Kategorie funktioniert? Soll ich das wirklich erklären? Okay, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, einfacher zu machen, damit hier auch mal ein paar Antworten kommen. Sehr toll. Bei der Kategorie geht es darum, dass es wird gezeigt ein MyComputer-Icon. Das ist, wir suchen eine Frage zur richtigen Windows-Version dazu. Welches Icon beschreibt dein Computer? Nein, das ist falsch. Du bist der Buzzer. Ja, ich sage Buzzer. Nee, ja, der Buzzer, aber ich kann es auch nicht. Noch mal zur Klarstellung, damit es auch wirklich piss einfach ist. Das, diejenigen, die es nicht kennen, das MyComputer-Icon ist das Arbeitsplatz-Icon. Doch. Das heißt auf Englisch. Wenn ich gewusst hätte, dass das so schwierig ist, hätte ich das als die 500er genommen. Welche Betriebssysteme benutzen unsere Kandidaten? Vorrangig? Windows. Welche Version? Nein. Wie merkt man, dass das für Hotel jetzt eigentlich gemacht hat? Das, was nach hinten kommt, das benutzt. Cool, jetzt habe ich zwei. Ich würde sagen, wir brechen mal ab. Wir brechen die Frage einfach mal ab. Die richtige Frage, eine gültige Frage wäre zum Beispiel gewesen, was ist Windows 8 oder Windows 10? Ah, oder was ist das Arbeitsplatz-Icon von Windows 8 oder Windows 10? Da habe ich jetzt halt auch mal. Wir brauchen wieder Zufall. Zufall sagt 1. Gut, dann nehme ich Sprachen 100. Sprachen für 100, bitte. Wir, das ist nicht einfach. Tatsächlich fällt mir gerade nicht mein Mensch, was war. Ich glaube, ich weiß hier welches war. Die Antworten stehen in dem Leistungsbereich. Die Fragen auch. Also die zumindest in den, welche Fragen ist das? Natürlich ist das eine 100er Frage. Die ist gerade selber in der Nadel entfallen. Meistens sieht man. Ja. Es gibt da wirklich sehr wenig Möglichkeiten, was das sein könnte. Ich sehe schon, gut, hier ist nicht so wirklich dynamisch. Nächste. Gut, nehmen wir die nächste. Wenn ich mich recht entsinne, was ist Brainfuck? Oh, wir brauchen einen Zufall, bitte. Zwei! Was? Zwei! Also zwei und drei haben Zufall. Zufall hat zwei gewählt. Ich nehme... Zwei gewählt. Ich nehme Professor 500.
Professoren von 100. Welche Phrase sagt Professor Löbrich am meisten, wenn etwas... Welche Phrase sagt Professor Löbrich am meisten? Lass mal gehen. Ja, nächste Frage, Antwort. Ich nehme meine Sprachen 300. Sprachen 300, bitte. Welches Programm schreibt der Programmieranfänger ein? Was ist das übliche Anfängerprogrammieren? Nein. Was ist das übliche Programm, was ein Anfänger schreibt? Das ist, kann ich mir direkt sagen, das ist falsch. Wird das eigentlich genau gescreent?
Auf Twitch? Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen einfach. FSRI heißt der einfach. Also, die Lösung wäre gewesen, wie sieht das Produkt in x86-Sample aus? Also, im Sinne von Produktsymbol über Schleife gelöst. Nein, das ist gut. Da steht ein Null. Das war für zwei Wochen. Gut. Zufall bitte. Zwei. Drei. Lass mal Kirby Kassel spielen. Nugat für 200 bitte. Das ist eine hochprofessionelle angefertigte Bildkomposition von Photoshop Philipp. Die Bilder sind von mir. Das ist schon mal gar nicht so falsch. Die Frage, die wir suchen, bitte. Du musst eine Frage formulieren. Das war keine Frage. Dann formuliere gerade noch eine Frage nach uns. Sind wir so nett? Wie sieht ein Poolrechner aus? Das lassen wir so gehen. So sieht kein Poolrechner aus, aber naja. Okay, weiter. Nugat für 300, bitte. Das ist das große Wort für 300, aber jetzt müssen wir das halt nehmen. Das ist ein Zitat, das häufig einer Person zugeordnet wird, die es gar nicht gesagt hat. Also ich sehe schon, die Kategorie war ein. Nee, der geht jetzt mit Scheiße. Ja gut, können wir jetzt nicht daran erinnern. Das wird schon. Es ist eigentlich eh relativ egal, ich meine. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Eine richtige Frage wäre gewesen, was hat Donald Knuth gesagt? Das ist ungefähr so ungefähr Lassen über. Was? Wir nehmen jetzt Nugat 300. Ja, jetzt nehmen wir Nugat 300, um fair zu bleiben. Der Zufall sagt, wir nehmen Nugat 300. Das ist wirklich sehr einfach. Wie lässt sich ein Autopointer bildlich darstellen? Das ist falsch. Alter! Nicht spoilern. Schau dir das Auto noch mal ganz genau an. Nummer 2, wie lässt sich ein Smartpointer bildlich darstellen? Das ist richtig. Thank you.
Bahn 200. Was ist Listen? Das ist richtig. Gut, Sprachen für 400. Sprachen für 400, bitte. Das ist leider etwas doof formatiert. Was ist Basic? Genau. Gut, und Sprachen für 500 nach dürft ihr aufgestellt. Oh. Man sieht es leider nicht richtig. Leider. Das Double Jeopardy kann ich mit die ganze. Bevor ich antworte. Das ist leider gerade nicht möglich. Aber ich kann sagen, was davor steht. Also ganz als allererstes steht ein Edge, dann eine Klammer auf, dann Anführungszeichen und dann steht da der Rest von Vanille. Wie weist man in Array in Lua zu? Nein. Das ist nicht hart, das ist nur für echte Könner. Das möchte ich vielleicht noch. Das Double Jeopardy müssen wir gleich noch fixen. Also nur um klarzustellen, es gibt jetzt 1000 Punkte. Und jetzt hat gerade 1000 Punkte abgezogen bekommen. Weiß niemand die Antwort, die Frage? Eine passende Frage dazu? Es ist ja echt doof, dass das Double Jumping ist. Nein, es ist kein Angel Script. In Angel Script werden in diesem Tag nicht keine Ads benutzt. Doch, werden sie wohl. Doch, ja, es ist kein Angel Script. Nein, der darf nicht antworten. Ja? Wie sieht Chef aus? Nein. Ich habe vielleicht die Zutaten verwirrt. Es weiß offensichtlich niemand eine Frage auf diese Antwort. Eine gültige Frage wäre gewesen, was ist Pearl? Wir brauchen nochmal Zufall. 2. Ich bin Professor 400. Professor 400. 400. 400. Welche Wörter sagt der Professor Rudolf in seiner angewandten Mathematikvorlesung? Das ist richtig. Ich habe mich gar nicht reingehört. Professor 300. Professor 300, bitte. Kann mir mal jemand eine Mate hochbringen? Ich bin echt lustig. Eine normale Mathe. Der Herr Professor Klöser hier ist mal sein Platz. Das ist auch richtig. Gut, es dünnt sich so langsam aus. Wir haben nicht mehr so viel zur Auswahl. Die Frage von allen, die Antwort von 500 ist wunderbar. Vielen Dank. Ich nehme mal einen Computer zu haben. Alpsi hat gleich gesagt. Was nimmst du? Mein Computer zu haben. Wie sieht das Arbeitsplatz eigentlich auf Windows 7 aus? Das ist richtig. Ich nehme meinen Computer 300. Mein Computer 300. Das ist keine gute Kategorie für mich. Als Linux-Computer ist das echt krass. Wie sieht das Arbeitsplatz eigentlich auf Windows 98 aus? Das ist falsch. Wie sieht das Arbeitsplatz eigentlich auf Windows XP aus? Das ist richtig. Das ist richtig. 100. Also das ist nicht schwer, wenn man Frage 2 gesehen hat. Wie sieht die Addition in einer Schleife in das Ende aus?
Das kann man so, glaube ich, gelten lassen. Ich nehme große Worte 200. Große Worte 200, bitte. Die Steuerung hier ist echt sehr kompliziert. Diese Worte wurden von einem sehr tollen Mann, den wir alle mögen, verehren, gesprochen. Welche Worte haben wir gelesen können? Nein. Es ist aber schon mal die richtige Richtung. Dieser Mann hat kürzlich erst noch Microsoft geleitet, mittlerweile nicht mehr. Nochmal minus 1000, bitte. Weiß niemand die Antwort? Die Frage auf diese Antwort? Er ist sehr dafür bekannt, dass er schwitzt auf der Bühne. Er ist sehr dafür bekannt, dass er schwitzt auf der Bühne. Er hat sich eine Basketballmannschaft gekauft und in deren Verträgen von denen verlangt, dass sie Windows-Tablets benutzen. Also einfacher geht's echt nicht. Ich würde sagen, dann machen wir weiter. Frage wäre gewesen, was hat Steve Ballmer gesagt? In der Informatik gibt es hoffentlich zu viele Steves, die kann man sich nicht alle merken. Zufall, bitte. Ja. Wir brauchen eine Zahl, die zwischen 1 und 3 liegt. 1. Nougat für 400. Nougat für 400, bitte. Das ist nicht so gut geglückt, aber man kann vielleicht drauf kommen. Es ist sogar ein Tipp dabei. Um es einfach zu machen, es hat nichts mit Web zu tun. Also im entferntesten Sinne schon, aber nicht direkt. Ja, wir brauchen es nicht. Anders erklären. Das hätte ich hier noch machen. Was? Das ist ein Berg. Wie lässt sich Netzwerk darstellen? Das ist richtig. Mindestens einmal.
Ich bin sehr enttäuscht von dir, wenn du es nicht weißt. Selbst wenn man das Zitat nicht kennt, kann man drauf kommen, von wem das ist. Wer bringt Mike bitte eine Mate? Hast du noch mal einen Tipp? Einen Tipp, du solltest ihn kennen, denn du benutzt Software von ihm. Oh, kann ich das mit Sicherheit sagen. Und was hat Linus Torvalds gesagt? Das ist korrekt. Warum hast du nicht? Ja. Mein Computer 400. Mein Computer für 400, bitte. Oh, da wird Jeopardy. Wir sind da aber für das Windows 98. Das ist leider falsch. Wir haben das ist es, wir haben das falsch implementiert. Ja, so bei Double Jeopardy darf eigentlich nur der Buzzer, der das. Ja. Ah, okay, ja. Dann darf man eigentlich ausrufen, wieder setzen. Ja, das haben wir irgendwie gemacht. Bei uns ist das jetzt so. Bei uns ist das jetzt so. Beim nächsten Mal wird es richtig. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe die beiden bekommen. Welches ist die richtige Antwort? Ich bin mir sicher, Man könnte zu dem Rückschluss kommen, das ist Windows 98. Es ist bestimmt nicht neuer als Windows 98. War schon dicht dran? Es war schon sehr dicht dran. Windows 2000. Wie viele Arbeitsplätze für Windows 2000? Das ist falsch. Wie kann das von Windows 2000 sein? Ja, bitte? Windows 95. Du musst eine Frage formulieren. Wie sieht das Arbeiten als ein Windows 95 aus? Das ist korrekt. Du darfst weitergehen. Oh, ey, Lea, du hast voll zugehauen. Double Jeopardy ist nicht dein Ding. Ja, Elias hat zweimal mit Double Jeopardy verkackt. Das tut echt weh. Eigentlich dreimal. Sogar dreimal. Du darfst eine weitere Kategorie geben, Dieter. Mein Computer für 500. Mein Computer für 500, bitte. Es ist äußerst schwierig. Willst du das auch nicht zu 198? Das ist korrekt. Wie es aufgefallen ist, die sind fast identisch, bis auf die Tatsache, dass die beiden Fenster, die im Bildschirm angezeigt sind, geflippt sind. Große Worte von mir. Keine Ahnung, warum wir für ein neues Ei gemacht haben. Keine Ahnung. Da muss ich gerade auch noch überlegen, von wem das ist. Was hat Dijkstra gesagt? Das ist korrekt. Gut, noch drei Fragen. Antworten für die Antworten. Das Hemd dafür 300, bitte. Ja. Total. Da muss ich auch wieder mal nochmal überlegen, was das ist. Ah ja, doch, ich weiß wieder, was es ist. Verursacht man Undefined Behavior in Assembler? Nein, es ist kein Undefined Behavior. In Assembler gibt es kein Undefined Behavior. Nein, in Assembler gibt es keinen Funktionsaufruf. Bei der Funktionsaufruf würdest du einen Call bemerken. Und dann machst du das 11 für alle. Lädst 0 an die
Test L macht irgendwas mit dem Dark Magic. da hat jemand gedrückt. Jemand muss weg. Ich glaube, da war mal wieder ein Fehler. Das sollte nicht sein. Ich hab doch nicht gedrückt. Du bist ein Trottelbogen ab. Das ist Antifan mit LP. Mike, du kannst einmal die Punkte mit dem Buchschreiben und wieder abziehen. Das ist einfach mal Wasser. Was? Einmal den Plus drücken, dann nochmal Wasser nach Minus. Okay. Erstmal. Und Fragen bei. So. Dann pass auf. Die richtige Antwort wäre gewesen, wie sieht ein Test früher auf eine Zahl gerade ist im Assembly aus. Was das Ding tollerweise gemacht hat, war einfach nur bitweises Rund mit der letzten Stelle und das wurde dann doch wirklich. Wir brauchen Zufall. Zwei. Assembly für 500. Assembly für 500. Da ist jemand ganz mutig. Was das Teil macht, ist eigentlich sehr einfach. Das Label 1 ist vermutlich eigentlich ganz gut. Ganz gut. Oder ich habe mich da einfach nur verschrieben. Das könnte auch sein. Ich würde sagen, wir brechen diese Frage ab, weil höchstwahrscheinlich ein Fehler ist. Es wäre aber eigentlich der naive Primzahlentest in Assembly gewesen. Der Zufall sagt? 3! Nummer bitte? 3! 3! Es ist auch im Prinzip einfach, was das macht. Wenn man den dazu passenden Zehnten zieht. Also dieses L und dieses D und dieses B, was man überall gesehen hat, das ist nur für bestimmte Speichergrößen. Also ein Wort, zwei Worte und das ist einfach nur auch halt die Operation auf verschiedene Größen. Die Prozentzahl, das ist ein Kissen. EDX und EAX sind zwei von den dreien AC-Registern in einem X86-Prozessor. Das Windows kannst du groß ignorieren. Interessant ist eigentlich nur die Zahl, die dahinter steht, weil die Offsets fangen nicht alle mit Linux an. CLTD, das war total Dark Magic. Das war Dark Magic. Meine Frau sagt, ihr seid kack, nicht sogar die Wusste, dass es das klar ist. Ich vermute mal, dass es niemand weiß. Das CLTD ist tatsächlich gar nicht wichtig, um zu verstehen, was da passiert. Also ich habe zwei Stunden nachgeguckt, was CLTD macht, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, wir haben 15 Minuten gebraucht und hatten Probleme dran, um zu erfahren, was das macht. Obwohl ich es in C geschrieben habe. Und ich löse das einfach mal auf. Eine korrekte Frage wäre gewesen, wie sieht eine Berechnung des größten gemeinsamen Teilers mit Sandy aus? Ja, man sieht ganz klar, dass das Berechnung des GGT ist. Ganz klar. Gut, wir haben ein Endergebnis. Damit haben wir. Zweiter Platz ist
einfach so oft bei Double Jeopardy verkackt. Du musst einfach geschlafen. Er ist Sieger der Herzen. Ideal! Und damit darf jetzt Florian gleich seine freie Martin lesen. Ich würde sagen, nach so 10 bis 15 Minuten Pause machen wir direkt die zweite Runde. Dann brauchen wir drei weitere frische Kandidaten. Die Fragen, die dann kommen, Antworten, die dann kommen, sind tatsächlich eher viel getestet und glaube ich, ein bisschen angenehmer zu machen. Mit Buzzersound. Mit Buzzersound, genau. Dann bitte einmal buzzern. Mit schönem Buzzersound. Welchen Namen hättest du gegeben? So, dann habe ich jetzt erstmal Spieler 1 den Cross. Spieler 2 bitte buzzern. Welchen Namen hättest du gerne? Du musst ins Mikro ordentlich reinsprechen, du musst es also festhalten. Du musst ordentlich ins Mikro reinsprechen. So. Alles. Groß Tommy. Du musst wirklich richtig ins Mikro reinsprechen. Geschrieben. Noch laut, noch ins Mikro. Ja. So. Ja, drei. Ich nehme Jerry. Dann haben wir den Cross, den Hannes und den Jerry. Gut, dann brauchen wir bitte nochmal den Zufall. Es muss zwischen 1 und 3 sein. 2. Okay, es geht los mit Hannes. 200. 11 mit 200. Genau, du hast das Spiel nicht gestanden. So. Großes wie machen. Dauert lang, ich weiß es nicht. Los bitte. Wie schreibt man ein großes Ä in HTML? Das ist offensichtlich nicht richtig. Weil du kannst auch einfach ein E schreiben. Das geht auch. Das ist sonst nicht gut. Nee. Akzeptiert. Wollen wir das durchgehen lassen? Ja! Okay, wir lassen es durchgehen. Wir werden erklären, was wir die Maskierentität für das Mikrofon. Ganz genau. Er hat kein Mikrofon. Und ich kenne die Frage nicht richtig. Commands 100. Commands für 100, bitte. Was ist das Bild für das Linux-Command Cut? Das ist korrekt. Ich nehme Farbe 200. Farbe 200, bitte. Ist das, was ich denke? Was ist die Repräsentation des Farbwerts 0 Rot, 255 Grün, 255 Blau? Das ist falsch, denn wir wollen eine Farbe wissen. Die Farbe hat einen Namen. Das ist falsch. Jetzt muss man hier tief in seine Farbwertliste greifen. Was ist die Hexadezimaldarstellung von Zürich? Nein, das ist nicht Zürich. Das ist Zürich. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, ob ich die Antwort nicht habe. Das kann jeder machen. Also, wir können oder ist es doch Zürich? Aber die hier sieht gut aus. Es ist nicht Zürich. Das ist Zyan. Ich weiß nicht,
wer diese Darstellung kennt mit den Farben, die Männer und die Frauen kennen. Wir haben das Problem gerade. Okay, okay, da einmal bitte Minus und dann darf Jerry nochmal buzzern und kriegt M Plus. Das macht es nicht besser, aber es macht es ein bisschen besser. Reden wir dann mal Das ist in Ordnung. Läuft alles wieder sehr gut hier oben. Ist das für uns in Ordnung? Okay. Gut, dann darf Jerry jetzt weitermachen. Serielle 500. Oh, Serielle 500, da weiß ich sogar tatsächlich die Frage. Serielle 500. Es ist echt übel. Es kommt einem immer bekannt vor, aber man weiß nicht, was es ist. Was ist die schematische Darstellung von einem PS2? Nein, es ist nicht PS2. Was ist die Darstellung eines Mikrofonanschlusses? Das ist auch falsch. Nein, das ist auch nicht SPD. Nein, der hat uns einen Film, genau. Das kann sein. Niemand möchte, wir möchten auflösen. Okay, es ist die schematische, was ist die schematische Darstellung eines MIDI-Anschlusses? Eines MIDI-Anschlusses? Ja. Bei einem Mikrofonanschluss, wenn ich mich nicht irre, sind zwei Pins mehr. Ja, wie heißt das nochmal? XLR? XLR. Ja, ist ja mal egal. Aus dem Zufall? Zufall, bitte. Zwei! Hatten wir eben schon. Zwei! Drei. Okay, drei. F500, bitte. Was ist die Hexadezimaldarstellung für 99? Nein. Die Kategorie hat Was? Wir suchen verschiedene. Nein, oder? Nein, eigentlich ist klar, was die Kategorie ist. Es ist klar. Die Kategorie ist Weiß das Publikum das möglicherweise? Es gibt auf jeden Fall eine Meldung. Weiß jemand? Ich habe die Moderation mal gerade genannt. Du weißt es jemand? Der hat auch nichts mit der Organisation zu tun. Der meldet sich. Der sieht aus, als wüsste der das. Ich habe auch eine Vermutung, aber. Ich habe keine Ahnung. Du wüsstest nicht, was es ist. Er hat das bei dir davon gesagt. Er weiß es. Da kommt keiner drauf. Man, als Tipp ist es nicht Hex. Wir lösen es auf, da kommt keiner drauf. Wie sieht da der Buchstabe E? Achso, jemand weiß die Antwort? Die Frage? Ja. Was? IBM-Codec CCSD. IBM CCSE für E? Nee. Es ist E kodiert in ECDIC oder wie heißt das? EBC. Okay, ist das gleich? Okay, dann wäre es richtig gewesen. Zufall bitte. Eins. Zwei. Eins, wir nehmen eins. Danke, ich will Geocaching für 400. Geocaching für 400, bitte. Mit einer Karte? Eine Frage. Mann. Ha 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 ha!
das Spiel. Was könnte man mit einer Karte tun? Mit einer Karte? Ich glaube, da stehen auch keine Fragen dabei, oder? Die Fragen sind, also die Fragen jetzt in Super 86. Ah, okay. Ich, ja, genau, da waren keine Antworten dabei. Johannes weiß das aber. Johannes, wie wäre die Frage? Was könnte man mit einer Karte und einem Kompass tun? Okay, aber ich finde, das klingt sinnvoll und deswegen lassen wir das mal gelten. Dankeschön. Wir sagen, es ist okay. Das klingt richtig. Wir sind sehr gut vorbereitet. Dann nehme ich Geocaching für 500. Geocaching für 500, bitte. Wir haben keine Ahnung. Was ist die Zugspitze? Bullshit. Nein. Nein? Nein. 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 Menschen, die es wissen, aber ich nehme mal stark an, nein. Also ich würde sagen, wir machen weiter. Ach komm. Was befindet sich am Basecamp des Mount Everest? Nein. Ah, verdammt, das wäre echt schwierig gewesen. Gut, dann machen wir weiter. Was wäre die richtige Frage gewesen? ISS. Sehr schön, das ist noch romantisch. Ich bin sicher auf der ISS. Meine Frage ist, welche Longitude und Latitude hat die ISS? Jetzt gerade? Das ist darauf, glaube ich, nicht so unbedingt sehr okay, man kann es drauf abbilden, aber... Ich arbeite mit der... Ja, aber ich arbeite nicht mit der Grund. Mal finden. Zufall, bitte. Drei. Das ist doch niemand. Doch, wir haben noch an drei gesagt. Three. Commands 500. Commands 500, bitte. Das ist auch sehr einfach. Ist die visuelle Darstellung für den Linux-Command 10. Das ist korrekt. Dann, das bringt so viel Glück, Commands 400 bitte. Commands 400 bitte. So ein Linux-Command. Weiß es niemand? Niemand weiß es, okay. Die Frage wäre dazu gewesen... Das Publikum? Achso, das Publikum, ja. Weiß es das Publikum? Ja. Selbstgeld. Ja. Gut, dann weiter geht's. Zufall bitte nochmal. Zufall? Eins. Sehr schön, danke. Dann nehme ich Linux Commands für 300. Commands. Ich hoffe. Aber sind... Der ist ganz besonders toll, weil es sieht echt knuffig aus. Das Publikum? Ja. Ah, die Jungs da vorne. Socket wäre richtig gewesen.
Socket ist gut. Socket. Socket. Zufall. Zufall bitte. Nein, Pi immer noch. Was, Pi? Ich hab zwei gehört. Ich hab zwei gehört. Einmal rot. 100 bitte. Nochmal, ich kann Quiz. Ja. Nur zum Verständnis. Double Jeopardy. Man sollte erst drücken, wenn man eine Frage formuliert hat. Scheiße. Wie ist der Morsecode für A? Das ist korrekt. Das sieht schon gut aus. Wir bewegen uns langsam aus dem negativen Bereich heraus. Seriell 200, bitte. Seriell 200, bitte. Wie ist diese schematische Daten für LAN-Anschluss? Nein, das scheint kein Ethernet-Anschluss. Nein, okay. Shame on you. Wie ist die schematische Darstellung für USB-Typ C? Nein, das ist nicht richtig. Ja, das ist nicht Typ C. Typ C ist der, bei dem es egal ist, wie man ihn einschlägt. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Wünsche sind die Teamfunktionen. Du darfst auch gerne nochmal holen. Offen gewinnt der Quote. Möchte wirklich jemand? Möchte wirklich niemand? Keine Ahnung. Okay, siehst du jetzt. Weißt du, was ein Hubing auf jemand? Welcher USB-Typ ist das? Das ist Typ B. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Zufall? Zufall bitte. Zwei. Komm wieder, sag zwei. Nobelpreis. 500. Nobelpreis. 500. Nobelpreis. 500, hat er gesagt. 500. Ja, das ist nicht so einfach. Also, mit dem Delay von 3 Millisekunden ist es echt schwer. Das ist so die Assembly-Kategorie. Niemand eine Idee? Nein? Bitte? Niemand eine Idee? Okay. Meine Publikum. Du möchtest? Du möchtest? Ja, genau. Wir möchten den Rollen haben? Okay, wir möchten den Rollen haben. Dann ist das, was ich dachte, schon raus. Gut, dann machen wir weiter das Publikum. Ohne zu gucken. Ich glaube, er hätte Jungen sitzen sollen. Was? Ich habe keiner was Stephen Hawking gesagt. Es war nicht auf mein Tipp und das ist nicht richtig. Nein. Jetzt müsste Heisenberg. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Heisenberg. Ja, aber ich habe den vollen Namen halt nicht. Ja, Werner Heisenberg ist ja. Gut, dann machen wir weiter. Zufall bitte. Drei! Zufall sagt drei. So, jetzt. Oh. Ja, dieses Thema. Ich nehme Farbe und ja. Farbe und Bewunder, bitte. Oh Gott. Oh ja, das ist auch sehr schön. Das geht tatsächlich. Welche Farbe erhält man? Mit welchem Command erhält man in. Ja, das ist genau. Wie erhält man hat er die Farbe schwarz? Eine Frage war falsch formuliert. Also die Frage war auch in diesem Geschäftsfeld. Aber. Ja. Ich hab überhaupt nicht. Kommt jemand auf Helm? Ja, ja. Genau. Ja, ja. Ungewöhnlich, dass ich überhaupt was zu sagen habe. Ja, das ist Chuck Norris. Vor allem, ich hab hier schwarz. Achso, das hab ich schon gesagt. Gut, weiß es vielleicht jemand aus dem Publikum? Das ist
Ja, bitte, Florian? Rot, ist rot. Es wäre rot gewesen. Warum? Weil Chuck Norris. weil Chuck Norris nicht blutig schlägt. Wäre schon immer die richtige Frage. Oder er sieht immer rot, was auch immer. Zufall bitte! 2! Vergiss nochmal den Nobelpreis. Nobelpreis, welchen Wert? 100. Und die rote Frage. Was? Da ist ein Tippfehler drin. Den habe ich da nicht eingebaut. Das müsste eigentlich. Dippe, möchtest du mir mal eine Marco bringen? Mach zwei draus. Mike, Marco? Ja, also zwei. Ja, das müsste man wissen, als gewisser Mensch. Ihr seid zu hoch, weil ihr risikofreundlich genug. Ja, doch, ich schon, aber gut, dass es sich auswirkt, sieht man. Ja, ich meine, ihr seid alle im negativen Bereich, da kann man das so verstehen. Dagegen war Sampling für 100 einfach. Nein, schwer, sorry. Ich weiß es auch nicht. Entschuldigung, jetzt war gerade mein Fehler. Ich habe mein Teammate am Schluss. Aber was meinst du? Wer weiß es denn? Wer spielt schon? Ja, bitte. Willst du? Um es nochmal, damit es alle hören, wofür er erhielt, einfach einstellen, weg. Den elektrischer weg. Gut, dann machen wir weiter. Super, bitte. Zufall sagt 3. Okay. Nehmen wir mal für 400. Für 400, bitte. Jetzt habe ich das Konzept. Welchen ASCII meinst du? Welchen ASCII meinst du? Ja, scheiße, dann ist es im normalen gibt es ja keinen. Ja, stimmt. Dann ist es. Das war jetzt schon falsch. Du musst dann, wenn jetzt nochmal was sagen. Oh, fuck. Wie ist die ASCII-Darstellung für die Hochstriche und das A? War das richtig? Ja, ASCII ist einfach falsch. Ich meine, wo fängt das an? Das große A ist bei das große A ist bei 64. Klein ist bei 64, oder? Ja, irgendwo. 64 ist 65. Ja, okay, 75 ist, glaube ich, das große. Niemand? Niemand. Und? Niemand? Ja, wie sieht dein A in die Tipp 8 aus? Zufall bitte! Zufall sagt 1. Dann hätte ich gerne Commands für 200. Commands für 200 bitte. Ja, ich habe eine Commands. Der Buzzer funktioniert, Jeremy hat gebuzzert, aber er funktioniert nicht. Warum nicht? Okay, das ist auch ein Kerl.
Ich habe einen Buzzer. Das ist gerade der Buzzer wurde ausgelöst. Was ist die bildliche Darstellung für das Regierungsgemeinde NetApp? Das ist korrekt. Sehr schön, das ist korrekt. Seriell 400. Seriell 400, bitte. Das ist auch ein sehr schöner. Den findet man quasi an jedem Rechner. Ist sehr beliebt, dieser Anschluss. Sehr beliebt. Seid froh, dass wir nicht den anderen Steckertyp genommen haben, der wäre noch cooler gewesen. Es hat sich komplett durchgesetzt. Es war wunderbar. Deswegen benutzen wir auch heutzutage genau diesen Steckertyp. Nein, ich melde mich jemand. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also wir haben schon sehr viele Tipps. Jerry hat gemacht. Ja? Weil es die schematische Darstellung für einen Feuerwehr. Das ist korrekt. Typ B hätte keiner von euch erkannt. 100 Pro. Okay, würde ich sagen. Feuerwehr Typ B. Ja, wir haben gewonnen. Das ist das eine richtige Ding, was total komisch in der Mitte oben eingedreht ist. Achso, sehr eigenartig. Dann nehme ich direkt mal seriell 300. Seriell 300, bitte. Wie sieht die schematische Darstellung von SAFA aus? Das ist korrekt. Und dann nehme ich doch, um es leer zu machen, seriell 400. Seriell 400, bitte. Die Steuerung ist wirklich sehr kompliziert. Wie sieht die schematische Darstellung von einem 2-Schritt aus? Das ist auch richtig. Und Geocaching 300. Geocaching für 300, bitte. Geocacher. Weiß das einer von unseren Geocachern hier vorne? Geocacher? Was? Ein Non-Cache. Ein Earth-Cache. Okay, was ist ein Earth-Cache? Dann machen wir weiter. Ist das tatsächlich die richtige Antwort? Ich denke doch. Ich habe keine Ahnung von Geocachern. Es sind noch mehr Geocacher im Raum. Ich glaube nicht. Okay. Ja, er hat schon einige gesagt. Dann Zufall bitte. Zufall bitte. 5. Zwischen 1 und 3. 2. 1,2. 2. VW 100. VW 100, bitte. Wie ist die Hexdarstellung für E-Fuhren? Das sollte richtig sein. Relativ sicher. Bitte. Nicht so wie bei mir. Wenn wir uns zum RGB-Fachraum befinden, sollte das nicht sein. Wow, RGB. Das ist was für mich. Ich nehme Geocaching für 200. Geocaching für 200, bitte. Falls ich von mir Geld fast drin bin. Was
ist mit der militärischen, mit der zivilen Ungenauigkeit für GPS 2000 passiert. Die Geocacher sagen, das ist richtig. Okay, damit ist das richtig. Nicht Zivilgenauigkeit, Zivilgenauigkeit. Ja, aber die Ungenauigkeit. Also vorher war das irgendwie so eine Ungenauigkeit vor mehreren hundert Metern oder so. Also, gut, dann machen wir weiter. Ich nehme mal einfach Nobelpreis. Oh. Nobelpreis für 300, bitte. Double Jeopardy. Jerry hat gewartet. Okay. Ach, verdammt. Wollen wir auch den Vornamen wissen? Ja, den. Ja, okay, wir wollen auch den Vornamen wissen. Nee, ich hab's erkannt. Ich weiß, dass es um Six-Person geht, aber ich weiß nicht, wer es ist. Gut, dann, also wir wollen ja auch den Vornamen wissen, deswegen, Minus. Dann war das jetzt falsch. Das Delay ist echt heftig. Wir sind so, was ist Sollen wir es ohne Vornamen machen? Okay, dann. Ja, also ja, aber er muss den Namen ja gar nicht. Jerry muss den Namen ja gar nicht. Ja. Doch, Jerry muss den Namen gar nicht. Er hat gerade eben gesagt, er weiß den Namen gar nicht. Ja, dann kann ich jetzt buzzern. Ja, das geht also, dann lass ihn. Ich komme aber auf den Vornamen gerade. Gut, dann machen wir einfach weiter. Das ist ein ganz berühmtes Buch. Mach weiter. Wie ist der Vorname von Hicks? Peter Hicks? Peter. Gut, wie Peter Kemmer, das kann ich nicht merken. Wir brauchen nochmal Zufall. Zufall? Eins, nehmen wir. Danke. Nobelpreis 200, bitte. Nobelpreis für 200, bitte. Ja. Wer ist Marie Curie gewesen? In der Zeit nicht. Die Frage war nicht auf die Antwort. Das ist also falsch. Was hat man sich an den Nobelpreis bekommen? Das ist richtig. Weiß nicht, wer Marie Curie war. Okay, ja, dann suchen wir eine weitere Kategorie aus. Das finde ich übrigens gut. So, Nobelpreis für 400. Nobelpreis für 400, bitte. Nobelpreis für die Entdeckung der Energiequanten? Ja. War das gerade meine Meldung? Der, das war auch meine Schätzung. Aber nein, nicht. Weiß nicht. Ja, das wäre okay, das ist. Dann Zufall bitte. Zwei. Zwei, gut, mit den Zweiten. Ja, dann das, was gerade ausgewählt war, oder? Für 300, bitte. Gott, schön, ganz schön. Einfach nein. Ein. Das ist wahr. Ähm,
vorgibt, die Antwort ist falsch. Diese Frage ist, war nicht UTF-8, das war UTF-16. Ja. Dann steht das. Ja. Weil es war 16. Bitte. Die Antwort ist aber nicht aufgeladen. Möchte jemand drücken? Ja. Möchte niemand drücken? Weiß ich nicht. Weiß es jemand aus dem Publikum? Stimme auf Letten 1, 8, 3, 15. Genauer geht's nicht. Es ist Letten 1, ja. Das ist beeindruckend, wie schlecht wir spielen. Wir brauchen Zufall. Wir brauchen Zufall, bitte. 3. Okay, 3. Farbe für 400. Farbe für 400, bitte. 400? Ja, 400. Das ist sehr einfach. Die Frage dazu ist schwierig. Die Frage dazu zu formulieren, stimmt. Wenn ich jetzt die Frage ein bisschen unsauber formuliere, was ist die Farbdarstellung für die deutsche Publikum? Ja, das ist schon. Also für was? Das ist. Okay, ja. Danke. Dann nehme ich Geocaching 100. Von uns weiß es auf jeden Fall keiner von uns Cache. Gut, da ist wieder vorbei. Weißt du, wer nach unserem Geocacher ist? Ich bin der Mann. Johannes, weißt du, wie... Johannes ist kein Geocacher. Marco? Ja, Marco? Wir wissen nichts über Geocacher. Wir wissen nichts über Geocacher. Das ist aber einfach. Es ist eben auch ein Fehler. Okay, es ist... scheint mir nicht zu sein. Gut, damit, ich glaube, es ist Farbe zu 300. Die beste Farbe, die man für kein Geld kaufen kann. Das ist die Farbe von Schlangenöl. Das ist die Farbe von Schlangenöl. Von was? Von Schlangenöl. Wie lange hast du kein Fefeling gelesen? Seit ungefähr 10 Jahren habe ich Fefeling nicht mehr gelesen. Mich in meiner Filterbubble ist Hashtag des Jahres. Ja, aber es ist auch deine Frage. Also, ich habe nichts zu verlieren. Ich würde sagen, was ist die Farbdarstellung von Orange? Wie kann man denn knapp an Orange vorbei sein? Das geht ganz einfach. Orange wäre FFFF gewesen. Bitte? Orange wäre bei der F's voll. Oder wäre Orange wäre nicht bei der F's voll gewesen. Bei der vier Städten. Nee. Was ist das? Wie ist die Darstellung von Gelb? Das ist korrekt. Dann habe ich wenigstens meine Pluspunkte. Ja, Jerry hat plus 6. Ja, es wären bei Jerry 200 mehr, er hätte minus 400. Damit darf Jerry sich ein köstlich gekühltes Getränk vorne an der Theke aussuchen. Dann vielen Dank an die Teilnehmer fürs Mitspielen und dann noch viel Spaß beim Zocken.